Moin Moin und heidi ho, ihr Lieben, hier ist wieder eure Mathilde und ich spiele mit euch Harveys neue Augen. Ja, wie ihr seht und wie ihr euch vielleicht noch aus der letzten Folge erinnert, unsere liebe Edna versucht sich hier zu verstecken, denn Dr. Marcel ist im Anmarsch. Und wir wissen ja, Ednas Verhältnis zu Dr. Marcel ist ein wenig problematisch, deswegen müssen wir jetzt ihre ganzen... die Nachweise, dass sie sich hier befindet, beseitigen. Da schauen wir uns mal um und da sehen wir schon mal hier die Freundin von Chai, die mit den Grünhaaren ist schon weg. Deswegen reden wir nochmal mit Chai. Oh, hallo Lilly. Ich habe gerade an Riot Girl gedacht. Riot Girl ist voll cool, weil Riot Girl Shibuya-Klamotten trägt. Ist das nicht unglaublich faszinierend? Zuka findet auch, dass Riot Girl voll cool ist. Und Zuka mag auch Shibuya. Shibuya ist voll cool. Findest du nicht auch? Ja, das kann einen schon mal nachdenklich machen. Ich denke viel zu viel über so Sachen nach. Mein Kopf ist schon ganz schummrig. Aber Riot Girl ist cool, nicht wahr? Okay, dann gehen wir mal weiter. Huch, da sitzt ja jemand. Also hier ist der Ballon. Den müssen wir loswerden. Aber erstmal reden wir mit diesem wirklich gut gelaunten Clown. Lilly war begeistert. Sie hatte noch niemals einen lebendigen Clown aus der Nähe gesehen. Nur den Toten, der nachts immer vor ihrem Fenster stand. Also ich finde Clowns echt gruselig und wenn ich mir vorstelle, dass ein toter Clown nachts vor meinem Fenster steht, dann schnappe ich mir eine Windel meines Kindes. Du... Igitt, noch eins von der Sorte. Verzieh dich. Ich bin heute nicht zu Scherzen aufgelegt. Du wunderst dich wahrscheinlich, was ich hier zu suchen habe, oder? Mein Name ist Ernst. Der lustige Ernst. Und ich habe mich hier als Kindertherapeut beworben. Aber nein, die Oberin hat schon einen anderen gefunden. Diesen Dr. Marcel, ein Irrenarzt. Ist das zu fassen? Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Das habe ich nun davon, dass ich auf Psychologe umgeschult habe. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. Seit Monaten warte ich auf ein Engagement. Ich hätte lieber Klempner bleiben sollen. Was? Gefällt dir meine Laune nicht? Soll ich jetzt ein paar Kunststückchen vorführen oder was? Mir geht's halt mies, weil meine Therapieidee gefloppt ist. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. So ein Dreck. Was? Du willst Kunststückchen, nicht wahr? Ich wusste, dass ich das nicht hätte sagen dürfen. Okay, ich schlag dir einen Deal vor. Ich knote dir eine lustige Figur aus einem Ballon und du gibst dann Ruhe, okay? Ja! Also, was darf es denn sein? Pudel, Giraffe, Pterodactylus, Schraubenschlüssel, Menschen-DNA oder ein Hypercube? Versuchen wir es mal mit dem Hypercube. Einen Hypercube? Die Dinger mache ich nicht mehr. Ich renke mir dabei immer die Schulter aus. DNA? Das menschliche Genom? Sehr witzig. Das ist doch noch gar nicht entschlüsselt. Ein Pterodactylus also. Immer das Gleiche. Ach, glaubst du, die sahen anders aus? Dann zeig mir ein Foto. Eine Giraffe also. Oh, wie geistreich. Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Oh. Na gut, dann nehme ich den Einen Schraubenschlüssel? Warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus.
So, dann. Was starrst du so auf meine Zigaretten? Die sind nichts für zart besaitete Kinder. Verstanden? Ich habe das Gefühl, dass ich ja noch an die rankomme. Frag mich jetzt bitte nicht nach diesem Dr. Marcel. Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Er ist ein verbitterter, böser Mann. Es ist überall bekannt, dass er Kinder hasst, seit er von einem kleinen Mädchen die Treppe hinuntergeworfen wurde. Ha! Geschieht ihm ganz recht, dem alten Fatzke. Wobei diejenigen von euch, die mit angeschaut haben, wie ich Edna Bricht ausgespielt habe, wissen, dass Edna da eigentlich nicht mehr so klein war, als sie das gemacht hat. Früher war ich Klempner, jetzt bin ich Seelenklempner. Was gibt es da nicht zu verstehen? Na gut. Ich weiß schon, wie ich an deine Zigaretten drankomme. Beziehungsweise an den Luftballon von Edna, weil Rauchen ist böse und nichts für Kinder. Ne, liebe Kinder, nicht rauchen. Das machen nur dumme Erwachsene. Eine einzige Schraube hielt die Kette des Kronleuchters. Ergab sich hier vielleicht eine Möglichkeit, an Ednas Ballon zu gelangen? Wie gut, dass wir einen Schraubenschlüssel haben. Was Lilli nun tat, entbehrte eigentlich jeder Logik. Und sie hörte bereits die Aufschreie der Online-Rezensenten. Aber sie tat es trotzdem. Die Immer. Online-Rezensenten klangen heute etwas heiser. Vielleicht sollten sie weniger rauchen. Ich sag doch, Rauchen ist böse. Liebe Kinder, raucht nicht und auch liebe Erwachsene, raucht nicht. Oh, da ist der Ballon. Und da sind schon wieder lustige Gnome, die was Der anmalen. Kronleuchter lag kaputt und nutzlos am Boden. Nun würde Lilli nie mehr darauf schaukeln können. So schade. Jetzt können wir uns aber den Ballon nehmen. Geschafft. Jetzt fehlten noch zwei Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Und die Zigaretten nehmen wir auch mal mit. Der Clown hatte seine Zigaretten einfach liegen gelassen. Er musste wohl sehr in Eile gewesen sein. Wir wollen ja nicht, dass irgendein Kind die sich nimmt und raucht. Gehen wir noch mal zum Klosterflur. Wir brauchen noch die Knallfrösche. Verdammt, was war denn das letzte? Diese Knallfrösche sind da oben. Lilli, ich muss dich unbedingt was fragen. Magst du mich eigentlich? Aha. Gott sei Dank. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Es geht um meine Gefühle. Und ich möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wow, ich bin ganz aufgeregt. Okay. Ganz ruhig, Kapu. Also, würdest du diesen Brief hier Shai übergeben? Aha. Oh, Ich muss ihn man hat ihn kurz unbedingt treffen. gesehen. Also, gib ihr einfach den Brief, ja? Mann, das ist so toll Gesundheit. von dir. Du bist wirklich die beste, Lilly. Das wissen wir doch, Kapu. Interessant, dass er einmal kurz zu sehen war. Schade, dass Kapu nicht auf uns steht, aber Gesundheit, lieber Heinrich. Was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Lilli zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Kapu nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange, ein Skorpion oder Milzbrandviren. Schließlich entschied sie sich, Shai den Brief doch zu geben. Der ist ja von Kapu. Ein Date? Wie aufregend! Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. So ein Glück. Immer dieser furchtbare Glitzerstaub. Ich finde das ja ein bisschen gruselig, aber gut. Mir ist eingefallen, was das letzte war, das uns fehlt. Das war nämlich hier die Widmung von Edna am Schaukelbaum. Deswegen gehen wir da nochmal hin und ich weiß auch genau, wer unsere Zigaretten gebrauchen kann. Was hast du da? Zigaretten? Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Natürlich rauche ich. Die
Ich bin immerhin ein richtiger Rowdy. Aber nur, wenn ich nervös bin. Da ich aber Nerven wie Drahtseile habe, ist das mehr so hypothetisch. Ich bin ein hypothetischer Raucher. Was im Grunde noch tougher ist als normales Rauchen. Uhu. Ich bin ein hypothetischer Raucher. Oh. Also, ich würde ja nicht an diesem Baum schaukeln, aber... Zucker schien Lilly gar nicht zu bemerken. Lilly nahm es ihr nicht krumm. Sie hatte nur Sorge, dass es Zucker irgendwann leid tun könnte. Zucker schien Lilly gar nicht zu bemerken. Lilly nahm es ihr nicht krumm. Sie war nicht auf Zucker's Aufmerksamkeit angewiesen. Warum sollte sie sich wünschen, dass Zucker von der Schaukel rutscht und in der Tiefe zerschellt? Für derlei Gedanken gab es überhaupt gar keinen Anlass. Okay. Ich brauche irgendwie ein Messer oder irgendwas, damit ich... Warte mal, was sagt sie denn zur Widmung? Eine Schande, dass Lilly die Widmung entfernen musste. Sie war immerhin der einzige Beweis, dass sie doch eine Freundin auf der Welt hatte. Okay. Das heißt, wir brauchen irgendwie ein Messer oder Säge oder sonst irgendwas. Gucken, ob wir im Keller was finden. Weil hier eigentlich nichts mehr war. Nee. Aber man kann ja trotzdem noch mal nachprüfen, ne? Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Gehen wir mal in die Kantine. Vielleicht finden wir da ein Messer oder irgendwas in der Art, womit wir dann das... Nee, sieht nicht so aus. Ah. Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Scheißhaare anfangen auszufallen. Ach, ja, die Liebe. So. Hurra! Lilly hatte Ednas Knallfrösche gefunden. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Die Zeiger der Schuluhr sahen aus wie Schwertlilien. Und die verschnörkelten Maschen, die die Körbe dieser Blumen bildeten, wirkten wie Schwertscheiden aus einem Fantasy-Roman. Sie luden geradewegs dazu ein, etwas hindurchzustecken. Oh, Schwertscheiden. Ich muss noch das Schwert holen. Oh, Leute, wie konnte ich das nur vergessen? Wir hatten doch hier in der Kapelle... Da hat er doch ein Schwert gefunden. Wieso habt ihr mir denn das nicht gesagt, Leute? Mann. Ich will doch da ein Schwert durchstecken. Ist hier sonst noch irgendwas? Der gute alte Beichtstuhl. Lilly kam sehr oft hierher, seit die Selbstgeißelung nicht mehr half. Gucken, ob wir jetzt da was drin haben. Okay. Ich weiß nicht, warum es jetzt so gerumst hat, aber okay. So, auf jeden Fall haben wir jetzt ein Schwert. Weil... Das, wenn wir hier das Seil durchtrennen, dann fällt der Gargoyle runter und wir kommen an die Knallfrösche. Da
Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfrischen noch bis zum Seil, dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Der Gargoyle hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Ja. Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Ganz schön gemein. Gut, dann gehen wir erstmal wieder rein und gucken mal, was Birgit so treibt. Oh. Birgit hatte ihre Arbeit offenbar niedergelegt, aber das Banner mit dem Puma-Motiv hatte sie noch fertiggestellt. Schade, dass Lilly ihr nicht mehr für die gelungene Arbeit gratulieren konnte. Ja, da hat die Oberin wohl ein bisschen zu viel gemeckert. Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. Das ist nicht gut. War es wirklich schon so spät? Oh, ich weiß nicht, ob hier überhaupt noch jemand am Leben bleibt. Geschafft. Jetzt fehlte nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Also wenn das so weitergeht, dann wird das ganze Kloster noch pink angemalt. So, jetzt hängen wir aber erstmal das Banner auf, damit sich die Oberin freut. Ah, das nenne ich mal ein vortreffliches Motiv. Effektiv und kontrolliert. Ein Symbol der vollkommenen Selbstkontrolle. Wie die Leitung dieses Klosters. Das wird dem Doktor imponieren. Komm mit, Lilly. Birgit hat eine weitere Auszeichnung verdient. Ihr Fleiß und ihre Zuverlässigkeit sollen festlich belohnt werden. Okay. Folgen wir mal der Oberin, was? Lilly hätte vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Ein Fest hatte es schon lange nicht mehr im Kloster gegeben. Als Lilly das Klassenzimmer betrat, hatte die Oberin bereits mit der Zeremonie begonnen. Es war ein schönes Fest. Seltsam war nur, dass Birgit nirgendwo zu sehen war. Und somit verleihe ich dir das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Deine Fähigkeiten im Stick-Kicken und dein herausragendes Pflichtbewusstsein sind ein Vorbild für deine Mitschüler. Du, Birgit, bist das Paradebeispiel dafür, wie durch eine strenge, konsequente Führung Höchstleistungen zustande gebracht werden können. Ah, Lilly, nimm dir ein Beispiel an deiner Mitschülerin und räum hier auf. Wenn doch nur alle Kinder so pflichtbewusst wären wie Birgit. Das Fest war nur kurz gewesen. Lilly hat es trotzdem gefallen. Dies war vielleicht der schönste Tag in ihrem Leben. Also, die Oberin hat aber auch so ein bisschen Schaden. Ich meine, hier liegen mittlerweile ein paar Leichen rum. Und ja, okay. Wahrscheinlich ist Lilly nicht die Einzige, die diese rosa Gnomen Lilly sieht. Lilly fand, dass das Pfadfinderabzeichen viel zu kostbar war, um hier offen herumzuliegen. Sie steckte es sicherheitshalber ein. Diese Torte gebührte einzig und allein Birgit. Lilly verdiente nicht einmal, den Tortenboden abzulecken. Egal, nimm die ganze Torte. So, aber das Schöne ist, wir haben jetzt ein Pfadfinderabzeichen. Und wisst ihr, wer sowas haben wollte? Hahaha. Unsere komische Mumie. Aber das ist doch, das ist doch, das goldene Pfadfinderzeichen am Bande. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mir hier ein waschechter Pfadfinder gegenübersteht. Ich war nämlich auch mal bei den Pfadfindern, weißt du? Ha, da leckt mich doch einer an meinen,
an meinen Sachen bedienen. Die liegen gleich da hinten in der Kiste, weißt du? Denn unter Pfadfindern gibt es keine Sachen wie Besitz und... So, ich hoffe, ihr hattet jetzt nicht die ganze Zeit eine schlechte Audioqualität. Ich hatte nämlich ganz vergessen, meine Lautsprecher auszustellen. Ich hoffe, das ist trotzdem...